Ja, alle zusammen und willkommen zurück zu Titan Quest. Das letzte Mal haben wir hier vor der Brücke Halt gemacht und hier gehen wir jetzt rüber. Und hier warten auch schon Leute. Scheint so eine Art Kampftruppe zu sein. Ich gehe mal mit. Die haben hier bestimmt irgendein Ziel. Ne? Ja, der Zyklop. Ihr erinnert euch, der die Brücke kaputt gemacht hat? Das ist der hier. Das ist der nächste Boss. Okay, er kann mich ein bisschen stunnen. Ist er immun gegen das Netz? Autsch, der teilt doch nicht schlecht aus, also. Da grabe ich gerade ein bisschen rumkiten, weil hier reichen meine Heiltränke nicht, um mich am Leben zu halten, wenn ich das richtig sehe. Oder vielleicht doch? Nee, eher nicht. Also gegen die Standardangriffe ja, aber nicht gegen seine Spezialangriffe, wo er mich sandt oder so. So ein Zeug. Und wenn ich das richtig sehe, ist der immun gegen das Netz, ja. Hör doch mal auf mit dem Mist. Leute, Stun ist böse. Guck mal, das ist ein Wolf. Lenk dich doch mal mit dem Wolf ab. Der möchte mit dir spielen. Oh, er rennt zurück. Na gut. Ich glaube, ich darf ihn nicht zu weit pullen. Sonst hat er irgendwann keine Lust mehr. Guck mal, es ist Nacht geworden. So, jetzt bitte. Jawohl. Und was gibt's? Bristol Bash. Ja, das gucken wir uns gleich an. Aber ich glaube, der Typ hat hier zum einen hat er die ganzen anderen Leute hier umgebracht. Die haben nicht so viel ausgehalten wie ich. Zum anderen gibt's hier natürlich noch die Boss-Truhe. Dann hoffen wir mal auf was Gutes. Okay, eine Formel. You can't hold anymore. Ich sollte dann auch wirklich mal überlegen, meine Rüstung zu verbessern. So, was wir bekommen haben, war diese... Ich glaube, grün ist einmalig. Also, es gibt irgendwie episch und legendär oder wie auch immer das hieß. Also das ist jedenfalls die niedrigere Stufe. Noch eine Stufe höher wäre lila, wenn ich mich recht entsinne. Aber ja, ihr seht, hat halt deutlich mehr Spezialeffekte und auch ziemlich guten Schaden verglichen mit dem, was unser Bogen gerade so macht. Nur leider, eine Keule. Vielleicht nicht ganz ideal. Vielleicht wechsle ich mal drauf, aber aktuell bin ich ja doch mit dem Bogen lieber unterwegs. Ja, bei der Rüstung ist bisher nicht so richtig was dabei, was mich anspricht. Ja. Okay, den Helm, da werde ich aber, glaube ich, mal nehmen, sobald ich halt die 114 Stärke habe. Den behalte ich mal. So, ich muss jetzt allerdings natürlich zurück in die Stadt. Ich weiß auch nicht, warum ich immer noch nach Helos gehe. Ist irgendwie so Gewohnheit oder so. You can store your goods with me. Okay, ich habe jetzt hier einfach mal eine Vergrößerung gekauft. Die hat hier nur 10.000 Gold gekostet, das ist ja nicht viel. Aber die nächste, wie ihr seht, kostet jetzt schon wieder 500.000.
So, was haben wir denn hier? Also bis ich hatte die erste Formel war dieses Todesrassel-Ding. Was ich jetzt hier habe, ist die Schriftrolle von Oneros. Oneiros, wie auch immer. Aber ich glaube, die ist für mich weniger interessant. Jedenfalls 10% Sleep Damage ist, glaube ich, für diese Dream Mastery Klasse, Skillrichtung, Ausprägung, wie ihr es nennen wollt, eher nützlich. Ich wüsste nicht, dass Bögen Schlafschaden anrichten. Ich finde sowieso die Bezeichnung Schlafschaden ziemlich lustig, aber jeder wie er Your kann, goods ne? are safe with With those monsters everywhere, you better get some quality weapons and armor. Falls ihr euch wundert, ich habe das Ding jetzt einfach verkauft. Ich benutze keine Keulen, das, ne? Habe ich nichts von. Der Bogen hier war auch nicht besser. We shall see you again, I hope. Jetzt geht's aber natürlich sofort zurück zu meinem Portal. Mal, hier liegt ja noch Zeug. Vielleicht ja irgendwie doch irgendwas dabei, was. Sich mal benutzen kann. Erfordert alles Intelligenz. Ich erinnere mich schon dran, dass. Dass man das ständig hat, dass irgendwie Zeug. Intelligenz erfordert hat. Ich meine mich zu erinnern, dass das re relativ häufig das Problem war. Okay, hier ist wieder so ein Spinnendungeon. Da gehe ich jetzt einfach nochmal kurz rein. Da ist noch eine qualitativ hochwertige Truhe. Eine Quality Chest. Oh, und einen Giftsack. Ja, also hier ist noch ein bisschen mehr Bossbelohnung drin, die eher schlecht beschützt war. In diesem Sinne können wir dann jetzt natürlich zurück zu dieser Brücke. Die war ja eingestürzt, weil der Zyklop sie kaputt gemacht hatte. Und es konnten noch keine Reparaturen beginnen, solange der Zyklop noch lebt. Weil der halt immer wieder gekommen wäre, gekommen ist, um sie kaputt zu machen. Das wird er jetzt nicht mehr tun. War ja noch ein recht schwieriger Bosskampf, muss man sagen. Ich habe das erste Mal als Nahkämpfer gespielt. Ich glaube, da hat man es ein bisschen einfacher vielleicht. Ich weiß es aber nicht. Ach nee, hier bin ich komplett falsch, ne? Nein, nicht komplett falsch. It was a fierce battle. Beasts and men, you understand. Then a giant cyclops, growling and bellowing, came and smashed the bridge. We are working hard, but it'll be days yet. Okay, ich dachte, die Brücke. Oder muss ich noch ein Stück weiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Also die Brücke ist jetzt offensichtlich noch nicht wieder ganz. Was habe ich denn noch für Lebenquests? Da ist irgendwas mit dem Schiffswrack, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und das hier ist halt das mit dem Olivenzweig, den ich bringen soll. Ja, für die Hauptquest soll ich nach Delphi. Aber gut, hier oben kann ich auch noch weiter. Vielleicht geht's ja hier weiter. Und dann ist die Brücke halt nach Athen. Das ist vielleicht erst ein späterer Teil, der nächste Akt vielleicht. Fragt mich nicht. Also ich weiß es einfach wirklich nicht mehr. Manchmal stelle ich mich auch absichtlich blöd, weil es dann interessanter wird, aber nicht so diesmal. Hier ist noch ein Strand. Es könnte sein, dass dieses Schiffswrack hier am Strand liegt. Also das für die Nebenquest. Dann würde ich es natürlich mitnehmen. Ich würde jetzt nur nicht zurück auf den Strand vorher gehen. Also wenn das auf dem Strand war, ist, auf dem ich schon war, so rum, dann verpasse ich das jetzt einfach. Diese blöden Schildkröten schon wieder. Ihr seht. Es dauert einfach. Und dann richten die auch noch so lächerlich viel Schaden an. Also ihr seht, wie viel die mir abziehen. Das ist
Ich würde sagen, ungefähr so viel, wie der Zyklop mir mit seinen Standardangriffen auch weggenommen hat. Und das ist ja echt schon albern. Guck dich die Lebenspunkte von meinem Wolf mal an. Das war eine blöde Schildkröte. Also, die Gegner waren echt nervig. Okay, ein paar ertrunkene Seemänner. Matrosen. Irgend sowas. Also Sailor ist eigentlich Matrose, aber... könnten ja auch irgendwelche Schiffswachen oder Köche oder was auch immer gewesen sein. Irgendwelche Leichen. Ertrunkenen, jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie weit die mir nachkommen, wenn ich die mit dem Netz festhalte. Jetzt bleib mal weg von mir und lass dich schön aus der Distanz erledigen. Muss ich wenigstens nicht die blöden Nahkampfangriffe ertragen. Ja, ihr seht, was ich meine. Diese Gegner sind einfach Urk. Oh, die Schildkröte hat mich schon. Schon wieder im Aggro. Und die normalen Gegner hier sterben halt schon annehmbar schnell, ne? Das ist halt normal. Aber die Schildkröten, die wollen halt so gar nicht. Hier sind auch Schiffswracks, also es ist, besteht noch die Hoffnung, dass die Nebenquest hier irgendwo ja, stattfindet. Okay, der da war nur fast tot. Hier ein Frostbissschrein. Das waren die, die mir die mir Eisschaden hinzugefügt haben und irgendwie eine Chance, Gegner zu verlangsamen. Auch nicht uninteressant, aber halt irgendwie unnötig. Eine sehr einladend aussehende Höhle. Ja, gehen wir rein, ne? Ich möchte ja so Nebenzeug durchaus mit abfrühstücken, wenn möglich. Mit ein bisschen Fischmenschen drin, der, diese eine hier hat die Richtung nicht verstanden, aus der die Pfeile kamen. Da schießt jemand auf irgendwas und ich stehe wohl im Weg. Gehe ich mal gucken, worauf der schießt. Ich denke, ich werde einfach beim nächsten Level-Up auch wieder auf den Wolf skillen. Der wird ja irgendwann mal bestimmt gut werden, ne? Und wenn nicht, habe ich halt diese, wie war das, 15 Skillpunkte oder die man reinstecken kann, verschwendet. Beziehungsweise man kann die Skillpunkte auch zurücksetzen zum Teil. Ich meine, das System war aber relativ kompliziert, dass man irgendwie Rückgewinnungspunkte haben musste und dann... naja. Ich finde ja immer, wenn man in einem Spiel schon umskillen kann, dann sollte es auch möglichst irgendwie einfach sein oder so. Es fühlt sich halt zum Teil irgendwie doch sehr, naja... halbherzig an mit dem Umskill-System. Andererseits
Ist natürlich auch gut, wenn man es nicht kann. Also, das heißt gut, es ist ein anderer Ansatz. Spricht ja nichts gegen zu sagen, wenn ihr euch verskillt, dann habt ihr euch halt verskillt und Pech gehabt. Also, ich finde es auch okay zu sagen, ihr müsst mit euren Fehlern leben. So, diesen Schamanen da, der bufft nämlich die anderen, deswegen muss der als erstes weg. So, und jetzt hier die normalen Fischmenschen bitte. Die sterben nämlich schneller als diese blöde Schildkröte. Ich habe noch einen Schamanen übersehen und die schießt gerade irgendwie in die Wand. Ja, also die normalen Gegner sind halt für mich etwas stärker, als sie so im Standardspiel wären, weil ich eben denen die etwas bessere Ausrüstung gegeben habe. Ich habe natürlich auch eine etwas erhöhte Drop-Chance, klar. Aber hauptsächlich haben sie halt jetzt Weißes statt Grauem an Ausrüstung und sind deswegen etwas stärker. Hier eine majestätische Truhe. Aber erstmal noch zwei Schildkröten. Und ihr seht, gegen zwei Schildkröten komme ich schon nicht mehr an, ohne wegzurennen. Da sind meine Heiltränke schon nicht genug. Das ist halt wirklich albern. Das sind Standardgegner, die sollten nicht so stark sein. Dafür gibt es zu viele von ihnen. Also wenn das eine oder zwei Gruppen pro Strand wären vielleicht, oder ja, eher eine als zwei, dann würde ich ja noch sagen, okay, ist dann halt die fordernde Gruppe. Aber so häufig wie die sind, finde ich, sind die viel zu stark. Okay, ein bisschen Blitzschaden. Ich guck mal gerade, wie mein DPS aussieht, wenn ich das Ding ausrüste. Zwei Punkte höher, gut. Dann nehme ich doch mal den. Okay, hier ist noch irgendwie ein Schrein. Ein paar Schamanen sind hier auch noch. Den erhöhten Schaden sieht man irgendwie so gar nicht. Na gut, waren nur zwei Punkte. Okay, Essenz von Dionysus Wein. Also, was für Wineskin, ne? Ja, Wineskin ist so Weinschlauch oder so ähnlich. Also man hatte ja früher keine Flaschen, sondern hat das in so mehr oder weniger Lederbeuteln gehabt. Schadensresistent und Gesundheit. Naja. Voll ist das Inventar aber noch lange nicht. Sollte man meinen. Zumindest für den Stab reicht's noch. Ja, ihr mögt jetzt vielleicht sagen, dass es langweilig ist, dass ich ständig wieder zurück in die Stadt und so weiter, aber ich meine, dass man das Geld später durchaus noch ganz gut verwenden kann. Wenn man dann beim Händler halt einen guten Bogen sieht oder ein gutes Rüstungsstück, was man gern haben will. Forgot something? Mal gucken, was war das? Rüstungsstärke. Na. Nicht so wirklich was wert. Gesundheit. Habe ich was Besseres? Ring brauche ich nicht. Goodbye, my friend. I can ease your load. Dann mache ich das goldene Vlies hier auch mal vollständig. Minus 15% Energiekosten und das gibt mir irgendwie einen Skill, wenn ich das ausrüste, dass ich 8% weniger Recharge habe. Wie genau das aussieht und funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe diese Essenz einfach noch nie benutzt. Okay, und jetzt haben wir hier sinnloserweise so lang wieder mal einen Heiltrank getrunken. Ja, wie gesagt, ich habe mir das irgendwie so aus Diablo 3 angewöhnt, weil ich da halt auf Skill, also auf
3 meine Energierüstung habe, die ich halt immer wieder nachwaffen will, weil ich die permanent oben halten will. So dass ich ständig einfach zwischendrin mal 3 drücke. Was natürlich hier eher unvorteilhaft ist. Aber sobald ich die Tastenbelegung ändere, werde ich mich dann in dem Moment gerade umgewöhnt haben und verzweifelt versuchen, 3 zu drücken, um mich zu heilen. Wenn mir hier wieder so eine Schildkröte irgendwie mit ein paar Schlägen das halbe Leben abzieht. Ihr seht, das war eine Schildkröte, die mal eben 400 Schaden gemacht hat. Eine. Und so, ja. Wie erwähnt, ich lasse mich da gern drüber aus. Aber ich finde diese Schildkröten gerade ein wahnsinnig schlechtes Gegnerdesign. Da kommt nicht so richtig das Gefühl auf, dass man gerne Monster schlachtet. So, fangen wir an. Fisch töten. Stärke-Skill. Und dann Naturbeherrschung, Naturmeisterschaft, wie auch immer. Wenn ich dem Wolf nochmal 3 Punkte mehr gebe, hat jetzt 280 Leben. Er wird natürlich auch immer teurer. Ich glaube, ich lasse den Wolf erstmal weg. Hier hätte ich einen, ja, Standard-Heilskill. Und den kann ich auch noch stärker machen. Ich glaube, ich sollte mir ein bisschen mehr auf meinen Schaden skillen. Wie wäre es denn? Ich tue einen Punkt hier in meinen Standardangriff, den ich aktuell benutze. Und 2 Punkte einfach in mein, ja, Standardattribut-Ding. Weil, wie gesagt, wenn ich das hier halt höher pushe, also wenn ich jetzt 10 Punkte hier rein investiert habe, also nochmal weitere 3, schalten sich hier die nächsten Dinger frei. Kann ich Monster anlocken? Das ist so eine Art, ja, Taunt oder so. Damit kann ich diesen, den Speerschlag hier verbessern, wenn ich das richtig sehe. Das hier ist so ein Buff. Auch nicht schlecht eigentlich. Naja, kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Dann mal gucken, wie weit ich jetzt diese Episode noch komme. Im Grunde genommen bin ich ja am Ende der Zeit, deswegen denke ich, mache ich einfach nächste Episode weiter. Wir sehen uns dann wieder bei Titan Quest.